So, Freunde der Nacht, ey, ich bin geladen, ja. Erstmal, ich habe die Nacht heute nicht geschlafen, ne. Mein Sohnemann hat wieder rumgetickt da im Bett und hat nicht gepennt und alles war kacke. Ich habe maximal irgendwie 2 Stunden geschlafen heute. Muss gleich noch zur Arbeit, jetzt nicht lange, aber man muss sich ja trotzdem da konzentrieren. Und von daher wird das gleich eine lustige Sache werden, ja. So, jetzt bin ich beim Bäcker meines Vertrauens. Ich wollte jetzt schon gerade den Namen sagen, ich lasse es lieber. Ne? Ich bin beim Bäcker meines Vertrauens. Der ist hier in unserem Edeka mit drin, ne? Und dann will ich da ein paar Brötchen holen. Ne? 2 Verkäuferinnen vorne nach. 2 Verkäuferinnen, ja, 3 Leute vor mir und es geht und geht nicht weiter, ja. Warum nicht? Ja, weil die Kassen ausgefallen sind, Freunde der Nacht. Die Kassen sind ausgefallen, ja. Die Kassen sind ausgefallen, ne? Und jetzt steht da eine Schlange ohne Ende, ne? Und eine Verkäuferin verkauft nur. Die andere schmiert Schnittkes. Die andere schmiert Schnittkes, Freunde der Nacht, ja? Schnittkes. Da steht kein Schwein, der Schnittkes haben will, aber sie schmiert da Schnittkes, ne? Und ich stehe da, sorry, kann sich nur um Stunden handeln. Unsere Kassen sind ausgefallen. Sag ich, ja, ist ja schön und gut, denke ich mir. Wenn die Kassen ausgefallen sind, ist doch kackegal, dann geh doch da mit ran und kassier jetzt hier mit und schmier dann eine Schnittke später, wenn die Kasse wieder geht oder wenn einer jetzt ein Schnittchen will, oder? Ey, Deutschland ist so unorganisiert und kriegt echt überhaupt nicht auf die Kette, mal irgendwie umzudenken und mal irgendwo reinzuspringen und was anders zu machen. Es kotzt mich an, Freunde, der sagt, es kotzt mich an, ja. So, ja, dann gehe ich zur anderen Kasse, habe ich gedacht, scheiß auf eure Kackbrötchen, die sind eh immer verbrannt, ey, geh rein und hol halt so Aufbackbrötchen im Edeka, die auch lecker sind, ja, stehst du da, haust du da dein Kleingeld in die Kasse, wir haben so eine super moderne Kasse, ne, alles super, alles gut, hau mein ganzes Kleingeld da rein, ja, nimmt der meine 5-Cent-Stücke nicht, Freunde, danach, der nimmt meine 5-Cent-Stücke nicht, ja, und was willst du denn da noch machen, ja, da hat die freundliche Verkäuferin mir ausgeholfen, hat mir meine 5-Cent-Stücke gegen 10-Cent-Stücke getauscht, der ging dann alles irgendwie und ich musste meinen Fuffi nicht anbrechen, zum Glück, ne, weil wenn du einen Fuffi anbrichst, dann ist er auch schnell tot, ne, so, Freunde, danach, ey, ich freue mich schon auf meinen Arbeitstag heute, aber da komme ich vielleicht mal ein bisschen wieder runter und, wir sehen uns demnächst. Leider nicht bei meinen Let's Plays, die guckt nämlich keine Sau. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich das weitermache. Ich glaube, ich knick die ganze Let's Playerei und erzähle euch einfach, was ich für irre Geschichten hier in meinem Leben erlebe. Ja, bis dahin alles Gute, euer Theo da. Und sagt ihr mir nochmal, euch geht es schlecht. Ja, bis dahin.